Servus Leute, ich bin's, euer Actus. Heute gibt's mal wieder ein neues Infovideo und diesmal dreht sich alles um die Terrapin von Anvil Aerospace. Wie das letzte Mal auch, lasse ich die technischen Daten bei diesem Video wieder beiseite. Ihr könnt sie hier kurz sehen oder ihr guckt sie euch auf der SI-Seite an. Dort seht ihr auch noch etwas anderes und zwar den Holoviewer. Da könnt ihr euch das komplette Schiff in 3D aus nächster Nähe einfach mal anschauen. Wir wollen uns hier aber voll und ganz auf die Aufgabe des Schiffes konzentrieren. Ihr sollt erfahren, warum die Terrapin unumgänglich für sämtliche Organisationen ist und dass man bei ihr den Begriff Exploration anders interpretieren muss, denn eigentlich gehört sie mehr in den Bereich der elektronischen Kriegsführung. Welchen zivilen Nutzen sie mitbringt, werden wir in diesem Video das selbstverständlich auch erläutern. Wie bereits eben erwähnt, kann man die Terrapin eher dem militärischen Bereich zuordnen, als Aufklärer bzw. Fernspäher oder eben auch als Grenzüberwachungssystem. Gerade als letzteres ist es sehr interessant, weil sie somit Großkampfschiffe und Trägerschiffe entlastet. Sie müssen nicht für solche Einsätze abgestellt werden. Man hat mit der Terrapin ein kleines Monster, das mit wenig Ressourcen sehr, sehr viel Leistung erbringen kann. Ein anderer Aufgabenbereich der Terrapin wird sein, sogenannte Point of Interest Daten zu sammeln. Gerade diese Daten sind zivil wie auch militärisch nahezu unbezahlbar. Aber was bedeutet das jetzt im Einzelnen? Diese sogenannten Point of Interest Daten, die von der Terrapin gesammelt werden, sind im Grunde nichts anderes als Informationen darüber, ob gewisse Handelsrouten oder Schifffahrtsrouten, wie ihr sie auch nennen wollt, frei von Feinden sind. Das war jetzt nur mal ein kleines Beispiel aus dem zivilen Bereich. Im militärischen Bereich sieht das Ganze natürlich schon wieder ganz anders aus. Dort wird euer Auftrag sein, euch zum Beispiel mit der Terrapin in ein Feindsystem zu bewegen. Und dann dreht sich alles darum, Informationen über dieses System zu sammeln, über Flottenbewegungen, über Größe der Schiffe, über Anzahl der Schiffe und so weiter und so weiter. Ihr scannt damit die Systeme von vorne bis hinten durch, bis ins kleinste Eck. Die hohe Reichweite der Terrapin und die dort verbauten leistungsstarken Systeme sollen jedenfalls in Zukunft ideal dafür sein. Das, was ich euch eben genannt habe, ist eben der große Unterschied zu den ganzen anderen Exploration-Schiffen, egal ob Freelancer Dur oder Carrack und so weiter und so weiter. Diese Schiffe sind wirklich rein zum Erkunden und vom Sammeln von speziellen Gegenständen auf fremden Planeten oder Monden bestimmt. Ich schweife nun allerdings ab. Lassen wir die anderen Schiffe mal ganz beiseite und orientieren uns wieder an der Terrapin. Die Terrapin ist vielleicht anders als ihr denkt, in vielen, vielen anderen Bereichen noch weiterhin einsetzbar als das, was ich euch schon genannt habe. Dadurch, dass man nicht immer notwendigerweise eine Cutlass Red zum Beispiel zur Hand hat, kann die Terrapin auch ergänzende Aufgaben im Bereich Search and Rescue übernehmen. Durch die sensible Technik an Bord kann man Notsignale aus sehr, sehr großer Distanz empfangen und einen behelfsmäßigen Truppentransport einrichten. Andererseits kann sie im Hintergrund auch als Führungs- und Kommunikationsfahrzeug dienen und damit komplette Flotten oder auch kleinere Trupps befehligen. Immerhin können auf diesem Schiff sämtliche Daten gesammelt werden, sie können aufgenommen werden, sie können weiterverarbeitet werden und das ist eben das Entscheidende. Diese vielfältige Einsatzweise des Schiffes macht es einfach zu einer eierlegenden Wollmilchsau und gehört in jede Flotte, jeder Organisation mit rein, egal ob friedlich oder militärisch. Nun kommen wir aber mal zur Verteidigung des Schiffes, weil durch diese vielfältige Einsatzweise der kleinen eierlegenden Wollmilchsau, die ich euch hier präsentiere, benötigt die Terrapin selbstverständlich auch den notwendigen Schutz. Und da ist sie wirklich auch einzigartig zurzeit. Denn das fängt schon bei der Erkennung des Schiffs selbst an. Zum einen seht ihr ja selbst, das Schiff ist nicht wirklich groß und auch die Form entspricht nicht gerade dafür, dass sie entdeckt werden möchte. Zum anderen geht es um die Technik zum Selbstschutz, die an Bord verbaut ist. Was das angeht, ist die Terrapin selbst eines, wenn nicht sogar das einzige Tarnkappenraumschiff, das es im Spiel geben wird, um es mal übertrieben zu sagen. Ich werde euch ja nicht sagen müssen, dass umso mehr Systeme bei euch an Bord laufen, desto größer wird die Signatur des Schiffes an sich sein. Beispielsweise, und das konnte ich jetzt auch schon in Erfahrung bringen, wenn ihr die Schilde komplett an eurem Schiff hochfahren werdet und die Generatoren so richtig heiß laufen, weil alle Systeme an Bord auf 100% laufen, dann würdet ihr eine Signatur darstellen, die vergleichsweise mit einer Constellation Andromeda sein wird. Verwendet ihr allerdings das alles nicht und beschränkt euch nur auf das,
was für euren Auftrag notwendig ist. Dann lässt sich das vergleichen mit einem heutigen Stealth-Fighter, der die Signatur von einem Vogel hat. Somit könnt ihr euch fast unerkannt durch Feindsysteme bewegen. Allerdings, selbst wenn ihr jetzt eure Schilde runtergefahren habt und ihr werdet entdeckt in einem Feindsystem und dieser Ernstfall tritt ein, dass ihr unter Beschuss geratet, braucht ihr lange nicht in Panik zu verfallen. Denn selbst jetzt werdet ihr nicht ungeschützt sein, da die Terrapin eine der stärksten Panzerungen im Wurs haben wird, zumindest für Schiffe in seiner Größenordnung. Alles in allem ist die Terrapin von Anvil Aerospace ein echter Allrounder, und ich war selbst überrascht, als ich die Informationen für dieses Schiff zusammengetragen habe, was in diesem Kraftei eigentlich drinsteckt. Das macht sie eben auch so unverzichtbar für jede Orga, und dadurch hat sie auch ihren Beinamen Schildkröte wirklich, wirklich verdient und kommt dem auch nach. Sie wird definitiv nicht das stärkste Schiff im Spiel sein und auch nicht das größte, da machen wir uns nichts vor. Aber sie ist für ihren Einsatzbereich einfach einzigartig. So, nun sind wir aber auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe sehr, euch haben die Informationen gefallen, die ich für euch zusammengetragen habe. Und wer weiß, vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen wirklich zu dem Kauf dieses Schiffes überzeugen. Falls ihr Interesse an einem Video für euer Lieblingsschiff habt, dann schreibt mir einfach doch in die Kommentare unten rein. Ich werde es mir definitiv durchlesen, denn mir hat die Recherche zu diesem Schiff wahnsinnig viel Spaß gemacht. Denkt auf jeden Fall immer daran, es gibt nur einen wahren Sinn des Lebens, 42. Das war's von mir, euer Arctus.